Herzlich willkommen. Wir nähern uns langsam dem Ende dieser Vorlesung über partielle Differentialgleichungen und ich möchte Ihnen gerne zum Abschluss in diesem und dem nächsten Video noch einen Ausblick geben auf parabolische Differentialgleichungen. Die lassen sich nämlich ebenfalls variationell behandeln und damit sowohl eine Lösungstheorie herleiten als auch mächtige numerische Verfahren dafür herleiten. Wir machen das Ganze komplett ohne Beweise in diesem Ausblick, aber ich hoffe, mir wird es hoffentlich gelingen, dass ich Ihnen da die Analogie zeige zu den elliptischen Differentialgleichungen, das nämlich an vielen Stellen ganz ähnliche Konzepte und ganz ähnliche Ideen uns entsprechend weiterbringen werden. Wir machen das Ganze am Beispiel der Wärmeleitungsgleichung. Also bisher hatten wir solche Gleichungen betrachtet der Form minus Divergenz a von x Gradient u von x, dass das gleich ist f von x, und das Ganze kam aus so einer stationären Wärmeverteilung. Zum Beispiel, wenn Sie einen Stab haben im Eindimensionalen, dann wäre Gradient U wäre gerade die Ableitung, a von x wäre der Wärmeleitkoeffizient des Stabs, a von x mal die Ableitung von U wäre gerade der Wärmefluss, noch mit einem Minus davor. Das heißt, wenn Sie an einer Stelle mehr Wärme haben als an der anderen Stelle, also rechts mehr Wärme als links, dann würde ein Wärmefluss nach links entstehen. Also das heißt, der Wärmefluss wäre proportional zu Minus der Ableitung der Temperatur und mehrdimensional entsprechend proportional zu Minus dem Gradienten von U. Und dann hatten wir diese Art von Gleichung ja im letzten Semester in der Numerik von Differentialgleichung hergeleitet, damit, dass wir gesagt haben, die Divergenz von diesem Wärmefluss, die wäre ja gerade ja die Ableitung an der einen Stelle. Also machen wir es im Eindimensionalen zunächst, da wäre es einfach die Ableitung nochmal davon. Das heißt, das wäre die Frage, wie sehr sich der Fluss ändert. Das heißt, anders interpretiert, wenn Sie an einer Stelle etwas weiter links sich angucken, wie viel Fluss habe ich da, dann ist es das, was reingeflossen ist. So können Sie sich das vorstellen, ein kleines Gebiet. Und wenn Sie ein Stück rechts davon schauen, wie ist der Fluss dort, dann wäre das gerade der Fluss, der rausgeflossen ist aus diesem kleinen Gebiet. Das heißt, die Ableitung vom Fluss im Eindimensionalen wäre gerade das, ob an einer Stelle mehr Fluss reingegangen ist, als an der anderen Stelle rausgegangen ist. Und im Mehrdimensionalen würden Sie das Ganze dann auch noch nicht nur mit links und rechts mit der Ableitung nach x, eine x-Koordinate, die uns links-rechts beschreibt, ausrechnen, sondern würden noch dazu addieren die Ableitung bezüglich der y-Koordinate, um damit die Bilanz darüber zu haben, wie viel ist zum Beispiel oben mehr rausgeflossen als unten reingeflossen ist. Und dann bekamen wir diese Gleichung hier als eine Bilanzgleichung raus, dass nämlich Divergenz des Flusses gerade uns aussagt, wie viel ist in dieses kleine Volumenelement im Mehrdimensionalen, wie viel ist da mehr reingeflossen als rausgeflossen, und entsprechend muss das ausgeglichen werden, oder mehr rausgeflossen als reingeflossen, so passt es vielleicht schöner. Wenn ich weiß, wie viel ist mehr rausgeflossen als reingeflossen, und ich wäre in einem stationären Limit, dann müsste das ausgeglichen worden sein durch eine Wärmequelle. Das heißt, das, was durch das F an externer Wärmequelle dazukommt, müsste gerade dem entsprechen, was in diesem kleinen Volumen mehr rausgeflossen als reingeflossen ist, damit das Ganze im thermischen Gleichgewicht ist. Ja, wenn das Ganze jetzt aber nicht im thermischen Gleichgewicht ist, dann müsste sich das nicht ausgleichen. Und wenn sich das nicht ausgleicht, dann wäre zum Beispiel mehr reingeflossen als rausgeflossen insgesamt, und also inklusive dieser äußeren Wärmequelle. Und dann würde sich die Wärme in diesem kleinen Teilstück erhöhen über die Zeit. Und so hatten wir bei der Diffusionsmodellierung im letzten Semester hergeleitet diese Wärmeleitungsgleichung, dass wir hier den zusätzlichen Faktor UT haben. Das heißt, das U, wenn wir nicht mehr im stationären Gleichgewicht sind, hängt jetzt nicht nur von der X-Variable ab, sondern auch von der Zeitvariable, nicht nur vom Ort, sondern auch von der Zeit. Entsprechend könnte die Wärmequelle auch von der Zeit abhängen. Und was wir hier vorne haben, die UT soll bedeuten die Ableitung, die partielle Ableitung nach der Zeit T. Ja, diese Arten von Gleichungen schauen wir uns an. Wir schauen uns das Ganze wieder an in irgendeinem glatt berandeten, beschränkten Gebiet. Also diese Geschichte soll gelten für alle x in Omega und sie soll gelten für alle Zeiten t, zum Beispiel aus irgendeinem gewissen Zeitintervall von 0 bis groß t. Ja, dabei nehmen wir weiterhin an, dass das a von x, also der Wärmeleitkoeffizient, der soll weiterhin konstant sein. Also es soll nicht so sein, dass sich das Gebiet, während wir das betrachten, selber ändert. Also Sie haben zum Beispiel diesen Stab zusammengesetzt aus zwei Materialien. Das ist also in der x-Richtung. Unterscheidet sich da das a von der Wärmeleitkoeffizient zwischen dem einen und dem anderen Material. Aber wir nehmen nicht an, dass mit der Zeit sich da die Materialzusammensetzung ändert. Wenn solche Effekte mit reinkommen, also wenn das a auch noch von der Zeit abhängt, ist es wichtig, noch zu sehen,
noch gut, noch richtig zu modellieren, inwieweit durch diese Änderung Energie mitgenommen wird, ob die Energie einfach da bleibt, wo sie war. All diese Probleme umgehen wir, indem wir annehmen, das Gebiet sei einfach zeitlich konstant. Also das Omega ändert sich nicht mit der Zeit, das A von X ändert sich nicht mit der Zeit. Was sich aber vielleicht ändert, sind die Wärmequellen. Die werden vielleicht mal an und dann wieder ausgeschaltet. Und entsprechend ändert sich das U selber, also die Wärme. Ja, dann könnten wir uns überlegen, oder hatten uns bei der Diffusionsmodellierung überlegt, was da wahrscheinlich für Randbedingungen mit reinkommen. Ah, und bevor ich das vergesse, der Gradient, den ich hier reinmale, der soll immer bezeichnen nur die Ableitung nach den x-Koordinaten. Also mathematisch ist dieses x und das t natürlich was völlig Gleiches. Also das, wenn wir zum Beispiel dreidimensional sind und ich schreibe hier u von x, t, heißt das, das u hängt von vier Variablen ab, x1, x2, x3 und t. Und dann wäre der Gradient von u eigentlich mathematisch der Vierervektor, der entsprechend alle partiellen Ableitungen von u nach allen Variablen, ganz egal ob wir die x oder t nennen, enthält. Da es in diesen Gleichungen aber oft einen großen Unterschied gibt zwischen x und t, gibt es die Konvention, und der folgen wir auch in der Vorlesung, dass wann immer ich in diesem und dem nächsten Video den Gradienten hinschreibe, ich damit nur den Gradienten bezüglich der x-Variablen meine. Das heißt, wenn wir zum Beispiel ein dreidimensionales Gebiet Omega haben, dann soll der Gradient von uxt soll nur den Dreiervektor bezeichnen, das u nach den ersten drei Komponenten abgeleitet, und entsprechend ut wäre das u einfach nach der vierten Komponente abgeleitet. Also mathematisch sind das nur die Ableitungen nach verschiedenen Komponenten, aber da die physikalisch eine sehr unterschiedliche Bedeutung haben, schreiben wir die hier auch unterschiedlich als x und t. Ja, dann hatten wir uns überlegt in der Diffusionsmodellierung, ob die Welt denn damit eindeutig bestimmt ist, die Wärmeleitung damit eindeutig bestimmt ist durch diese Gleichung. Und das ist sie natürlich nicht. Wir brauchen noch gewisse Randbedingungen. Also wir müssen wissen, was am Rand von dem Gebiet passiert. Denn wenn wir am Rand die Wärme zum Beispiel isolieren, dass am Rand nichts raus oder rein kann, dann wird die Wärmeleitung sehr anders ablaufen, als wenn wir den Rand des Gebiets zum Beispiel auf Nulltemperatur halten. Also das heißt, es wird noch Randbedingungen geben, die nötig sind, um diese Gleichung eindeutig zu lösen. Dann nehmen wir der Einfachheit halber an, dass wir einfach sagen, u auf d Omega soll gleich 0 sein die ganze Zeit. Alles, was wir hier machen, geht auch mit relativ kleinen Änderungen, geht das auch für inhomogene Dirichlet-Randbedingungen, auch für welche, die sich mit der Zeit ändern. Und es geht auch für Neumann-Randbedingungen, das sind kleine Abänderungen. Der Einfachheit halber, damit sparen wir uns hier viel Schreibarbeit, machen wir einfach nur homogene Dirichlet-Randbedingungen. Ja, diese Geschichte hier gilt bezüglich des Ortes, also das heißt, das ist u auf der Omega gleich 0, das bedeutet uxt soll gleich 0 sein für alle x auf dem Rand von Omega und für alle Zeiten t in 0 bis groß t. Und aber damit ist natürlich auch die Sache noch nicht eindeutig festgelegt. Und wenn Sie sich vorstellen, Sie haben hier eine Wärmeleitung durch Ihr Gebiet, haben irgendwelche äußeren Wärmequellen, die anlegen, die Sie kennen. Wenn Sie wüssten, wie warm das Gebiet am Rand ist, dann wissen Sie natürlich immer noch nicht, wie die Wärme sich da drin entwickelt wird, solange Sie nicht wissen, wie warm war dieses Gebiet denn am Anfang. Das heißt, was wir zusätzlich brauchen, ist, oder physikalisch annehmen, dass wir das auch in der mathematischen Theorie zusätzlich brauchen werden, damit die Lösung dadurch eindeutig festgelegt wird, wären Anfangsbedingungen bezüglich der Zeit. Das heißt, was wir zusätzlich annehmen müssen, ist, dass wir wissen, was ux zum Zeitpunkt 0 ist. Und dann nehmen wir an, dass wir da irgendeine vorgegebene Funktion u0 von x kennen. u0 sei also eine Funktion von Omega nach r. Und entsprechend wäre das die Anfangsverteilung der Wärme, der Temperatur in unserem Gebiet. Ja, daran sehen Sie auch schon die erste Asymmetrie zwischen der x- und der t-Variable, also bezüglich der x-Variablen. Also auch wenn Sie jetzt im Mehrdimensionalen zum Beispiel ein Rechteck hätten, im Zweidimensionalen oder einen Würfel im Dreidimensionalen, hätten Sie die Randbedingungen bezüglich aller x-Koordinaten. Für die Anfangsbedingungen oder bezüglich der Zeitkoordinate werden Sie aber annehmen, dass es physikalisch nur sinnvoll ist, eine Anfangsbedingung vorzugeben. Sie würden mir wahrscheinlich intuitiv sofort glauben, wenn Sie wüssten, wie warm dieses Pult vor mir ist zu einem gewissen Anfangszeitpunkt, wenn ich weiß, was da am Rand passiert, welche äußeren Wärmequellen, wie viel da nach oben und unten vielleicht verloren oder gewonnen geht, dann können Sie wahrscheinlich vorausberechnen, wie warm dieses Pult in Zukunft sein wird. Und ich muss Ihnen dafür nicht sagen, also um vorauszurechnen, wie warm das Pult morgen ist, muss ich Ihnen nicht sagen, wie warm das Pult in einem Monat sein wird. Also das heißt, da haben wir schon eine gewisse Asymmetrie in der Behandlung von x und t drin.
Ja, jetzt könnten wir das Ganze natürlich, also wir haben das ja schon mit finiten Differenzen auch in der numerischen Differentialgleichung zumindest numerisch behandelt. Also wir könnten jetzt probieren, klassische Lösungstheorie zu betreiben, das U annehmen, dass es eben so oft stetig differenzierbar in x und t ist, dass entsprechend die Gleichung einen Sinn ergeben und dann fragen, gibt es eine Lösung, wie können wir die numerisch approximieren? Dabei haben wir dieselben Probleme wie bei den elliptischen Differentialgleichungen, dass wir nämlich nicht weit kommen, weder mit der Theorie noch mit den Konvergenzaussagen für die Numerik. Sehr viel mächtiger waren bei den elliptischen Gleichungen die Variationsmethoden. Das heißt da, und das möchte ich jetzt gerne mit Ihnen auch noch zumindest Handwaving ohne Beweise für diese parabolische Gleichung durchgehen. Also die erste Frage, die man sich stellen könnte, wäre, wie können wir diese Gleichung hier in einem schwächeren Sinne interpretieren? Also bleiben wir zum Beispiel bei diesem Stabbeispiel. Da hatten wir ja direkt motiviert, wenn das a von x, also wenn dieses ut nicht da ist, wenn das einfach gleich 0 ist, das u nicht zeitabhängig ist und das a aber einen Sprung hat, dann hatten wir gesehen in einem ganz einfachen eindimensionalen Beispiel, dass diese Gleichung schon keine klassische Lösung mehr haben kann. Also in dem Moment, wo das Gebiet einen sprunghaft veränderlichen, einen unstetigen Diffusionskoeffizienten oder Wärmeleitkoeffizienten hat, gibt es schon keine klassischen Lösungen mehr. Und das hat uns bei den elliptischen Gleichungen die Motivation dafür gegeben, zu sagen, okay, wir betrachten alle Ableitungen im distributionellen Sinne. Können wir hier natürlich genauso machen, macht auch die zusätzliche Zeitvariable erstmal keinen Unterschied, denn so wie wir vorher Distributionen auf einem Raum Omega, auf einer offenen Menge Omega hatten und gesagt haben, das ist entsprechend die Erweiterung von Funktionen von Omega nach R, könnten wir jetzt einfach Distributionen auf der offenen Menge Omega Kreuz offenes Intervall 0t einführen. Dann haben wir eben bezüglich einer Variable mehr eine Distribution, haben dann bezüglich x und t wäre also jede Distribution dann beliebig oft differenzierbar. Dann hätten wir wieder das gleiche Problem, dass dann also ut für jede Distribution sogar wohl definiert ist, Gradient u für jede Distribution u wohl definiert ist, aber a von x mal die Distribution Gradient von u eben nicht mehr wohl definiert wäre, weil die Multiplikation von der Distribution nur mit C- und Endlichfunktionen vernünftig erklärbar ist. Dafür haben wir in den elliptischen Gleichungen dann die Lösung gefunden, dass wir gefordert haben, dass Gradient U noch eine vernünftige, noch eine reguläre Distribution sein sollte, mindestens lokal integrierbar. Und schon im Hinblick auf Lax-Milgram später und die Hilbertraum-Methoden hatten wir dann gesagt, Gradient U soll eine L2-Funktion sein. Das könnten wir hier uns ähnlich annehmen, könnten sagen, okay, vielleicht soll das U jetzt eben wieder eine H1-Funktion sein, nicht nur bezüglich x, sondern auch bezüglich t. Also der Raum H1 hatten wir auch allgemein offene Mengen eingeführt, den könnten wir ebenfalls auf diesem kompletten Raumzeitbereich Omega Kreuz 0t, in diesem vierdimensionale Menge zum Beispiel, wenn Omega dreidimensional ist, darauf könnten wir den Sobolev-Raum H1 einführen und in diesem Sobolev-Raum H1 würde diese Gleichung einen Sinn ergeben. Tatsächlich ist in dem Raum dann aber die Lösungstheorie nicht vernünftig oder sehr viel schwerer. Ich will nicht sagen, dass es unmöglich ist, aber sie ist zumindest nicht so kanonisch und leicht, wie wenn wir den Raum ein bisschen schärfer wählen, also ein bisschen weniger reinpacken. Denn wir brauchen für diese Gleichung eigentlich nur, dass der Gradient bezüglich der x-Koordinaten, also nur die x-Ableitung von u, die müssen noch reguläre Distributionen sein. Die t-Ableitung von u muss das nicht. Das ut wird mit gar nichts multipliziert hier. Und deswegen werden wir das Folgende machen. Wir werden diese Gleichung hier, die werden wir, ich nenne die mal Stern, wir haben die noch vor Augen, wenn ich gleich eine neue Folie aufmache, diese Gleichung Stern, da werden wir eine Lösung suchen in dem Raum der Funktionen, die bezüglich der Zeit einfach nur L2 sind, damit wir Hilbertraummethoden haben, und bezüglich des Ortes aber eine H1-Funktion sind. Also was wir jetzt machen ist, wir suchen eine Lösung. Klein u das direkt hin, die L2 ist bezüglich der Zeit, also eine Funktion, die L2 ist bezüglich der Zeit. Wenn die eine skalarwertige Funktion wäre, dann wäre das also ein u in L2 0t. Und jetzt soll dieses u aber auch noch vom x abhängen. Und da gäbe es zum Beispiel die Möglichkeit, dass Sie das direkt mit reinpacken in den Definitionsbereich. Also es könnte zum Beispiel eine L2-Funktion von Zeit und Ort, würde entsprechend so aussehen. Omega Kreuz T, 0t würden wir dann schreiben, weil wir das x immer vor dem t hinschreiben. Also so könnten Sie diese Funktion interpretieren, die von x und t abhängt. Sie können es aber auch so interpretieren, dass Ihre Funktion u zu jedem festen Zeitpunkt t eine Funktion vom Ort ist. Und in dem Sinne könnten Sie sagen, wir suchen uns eine Funktion u
die, wenn die jetzt einfach nur L2 bezüglich des Ortes sein sollte, die eine L2-Funktion wäre von dem Intervall 0t in die L2-Funktion auf Omega hinein. Und tatsächlich kann man sich überlegen, das ist eine der vielen Dinge, die ich Ihnen hier beim Handwaving erkläre, dass dieser Raum tatsächlich genau derselbe ist wie L2 0t Kreuz Omega. Also ob Sie das Ganze als Funktion von Ort und Zeit interpretieren, ins Reellwertige, oder als Funktion von der Zeit in den Raum der Funktionen vom Ort, ist an der Stelle austauschbar. Und an der Stelle können wir jetzt aber, wenn wir das so schreiben, dann können wir mit reinbringen, dass wir bezüglich des Ortes gerne mehr Regularität hätten, dass da auch noch diese schwachen Ableitungen auch noch in L2 sein sollen, damit ich sie später multiplizieren kann mit einem springenden Koeffizienten. Das heißt, an der Stelle kann ich jetzt, statt zu sagen, U soll eine L2-Funktion sein von der Zeit in den Raum L2 Omega, soll es sein eine Funktion von der Zeit in den Raum H1. Omega. Und da wir ja 0 Randwerte haben, 0 die richtigen Randwerte, machen wir es gleich in den Raum H0, 1 Omega. Also das heißt, unsere Funktion U soll sein eine Funktion, die kriegt etwas aus 0t eine, und macht daraus ein U von t, was dann wiederum eine Funktion des Ortes ist, also eine H01-Omega-Funktion. Und diese Funktion soll zusätzlich quadratisch integrierbar sein. Und an der Stelle brauchen Sie also eine Integrationstheorie für Funktionen, die in Hilbert-Räume abbilden. Also Sie haben Integrationstheorie natürlich gemacht für Funktionen, die in Skalare abbilden. Sie haben auch Integrationstheorie trivial gemacht für Funktionen, die ins endlich dimensionale Vektorwertige abbilden. Einfach indem Sie sagen, das Integral über so eine vektorwertige Funktion im endlich dimensionalen soll einfach jede einzelne Komponente aufintegriert sein. Und das müssten Sie jetzt erweitern auf Funktionen, deren die abbilden in Hilberträume hinein. Und typischerweise macht man das in Banachräumen. Die Theorie und die geht dann entsprechend insbesondere auch für Hilberträume und nennt das den sogenannten Bochner-Integrationsbegriff. Also mit der Theorie der Bochner-Integrale können Sie diesem Raum L2-0t H01 Omega tatsächlich wirklich eine rigorose Bedeutung geben, eine rigorose Definition. Und wenn Sie das machen, also wenn Sie diese Theorie der Bochner-Integrale entsprechend sich erarbeitet haben, diesen Raum L2-0t H01 Omega vernünftig definiert haben, dann kann man außerdem noch zeigen, dass dieser Raum L2-0t H01 Omega, dass das auch tatsächlich wieder ein Hilbertraum wird. Das heißt, das ist wieder etwas, wo wir dann später ähnliche Argumente wie bei Lax-Milgram bringen können. Also L2-0t H01 Omega ist ein Hilbertraum und das Skalarprodukt sieht gerade so aus, da müssten Sie aber jetzt ein U und ein V haben und sich überlegen, was ist das L2-0t H01 Omega Skalarprodukt zwischen U und V. Und das ist einfach gerade ja, eine Kombination aus dem L2-Skalarprodukt bezüglich der Zeit und dem Skalarprodukt von dem Raum, in dem U und V eben abbilden. Und zwar haben Sie U von t ist ja ein Element von H01 Omega, V von t ist ein Element von H01 Omega. Auf H01 Omega haben wir als Unterraum von H1 das H1-Skalarprodukt. Und das können Sie für jedes t ausrechnen und dann zeigen, dass davon, das ist eine Cauchy-Schwarz-Ungleichung dann wieder, dann zeigen, dass diese Geschichte integrierbar ist bezüglich der Zeit und was dann rauskommt, ist eine Zahl und Sie können tatsächlich zeigen, dass das eben wieder ein Skalarprodukt definiert und dass bezüglich dieses Skalarproduktes der dazugehörigen Norm dieser Raum L2-0t H01 Omega ein Hilbertraum ist. Ja, und damit haben wir schon mal einen Raum gefunden, in dem unsere Gleichung Stern Sinn macht. Denn Sie können diese Gleichung Stern, Sie haben die noch vor Augen, ich blätter Ihnen mal zurück, dann kann ich Ihnen die immer als Screenshot vorlegen. Die braucht für die Multiplikation von Gradienten mit einer möglicherweise springenden Funktion. Das heißt, die macht jetzt schon Sinn. Das ist eine vernünftige Aufgabe zu sagen, finde U in L2 0t H1 Omega, da schreiben wir das so, die Gleichung Stern ist für
Fuß, die aus diesem Raum L2,0th1 Omega sind und bei denen der Koeffizient, den wir hier haben, also das a, eine L-Unendlich-Funktion ist auf Omega. Später brauchen wir für die Lösungstheorie noch, dass es nach unten beschränkt ist. Das möchte ich Ihnen gleich mit reinsetzen. Also a in L-Unendlich plus Omega. Das heißt, a ist nach oben beschränkt durch sein essentielles Supremum und nach unten beschränkt durch ein essentielles Infimum, was größer ist als 0. Also es gibt eine Konstante, eine positive Konstante, die das a nach unten beschränkt. Ja, und für das f müssten wir noch sagen, wo das entsprechend herkommt, und da werden wir auch passend zu dem, was wir entsprechend im elliptischen Fall gemacht hatten, da war das f einfach in L2 Omega, und da werden wir hier einfach das f aus L2 sowohl Omega als auch 0t wählen, also f sei in L2 Omega Kreuz 0t, also bezüglich Ort und Zeit einfach L2 integrierbar. Ja, und dann ist das erstmal ein wohl definiert. Ausdruck. Also Sie können solche Funktionen, können Sie einsetzen in die Gleichung Stern. Genau, bei der elliptischen Gleichung waren wir auch so vorgegangen, dadurch, dass wir uns vom klassischen Lösungsbegriff verabschiedet hatten, war erstmal nicht klar, was die Gleichung überhaupt bedeutet. Und dann haben wir es erstmal geschafft, überhaupt der Gleichung wieder eine wohldefinierte Bedeutung zu geben. Und die ist dann äquivalent dazu. Äquivalent zu. Ja, was bedeutet dann diese Gleichung? Nun, wir interpretieren den Gradienten von U. Das ist U ist eine H1-Funktion bezüglich des Ortes. Das heißt, der Gradient von U ist jetzt eine L2-Funktion bezüglich Ort und Zeit. Aber die zweite Ableitung, die Divergenz, die da noch davor steht, die ist nur noch im distributionellen Sinne definiert. Und die zeitliche Ableitung von U ist in diesem Raum, haben wir nicht so davor ausgesetzt, ist nur im distributionellen Sinne definiert. Das heißt, diese Gleichung Stern müssen Sie die beiden, ja, diese UT und die Divergenz im distributionellen Sinne betrachten. Das heißt also, Sie müssten das Ganze, Sie wissen nur, wie das Ding als Distribution auf eine Testfunktion wirkt. Und auf eine Testfunktion hätten Sie dann also entsprechend, wenn Sie da die Ableitung, ich habe es gleich mit drüber gezogene Ableitung hin, das heißt, da hätten Sie dann das hier U minus U XT angewendet wird als Distribution auf dt phi xt für eine Testfunktion phi, die jetzt sowohl örtliche als auch zeitliche Komponenten besitzt. Und entsprechend dann das u angewendet als Distribution auf dt phi, da das u wieder eine L2-Funktion ist, ist die Anwendung von u auf dt phi einfach das Integral bezüglich Ort an Zeit, Integral über Omega, Integral 0 bis t. Und das gleiche beim Ort. Sie hätten a mal den Gradienten angewendet auf, als Distribution auf Gradient von der Testfunktion phi. Und da a mal der Gradienten eine L2-Funktion ist, ist hier da die Wirkung wiederum das L2, das zusammen ins Integral zu schreiben. Also a von x mal Gradient u von xt mal Gradient phi von xt, wie im elliptischen Fall, nur noch mit dem t dabei, und dieser ganze Ausdruck hier über Ort und Zeit integriert. Das müsste dasselbe sein wie das f angewendet als Distribution auf eine Testfunktion phi, und das f angewendet auf eine Distribution, da es eine L2-Funktion ist, wäre auch wiederum das Integral 0 bis t, Integral über Omega f von xt phi von xt dx dt. Ja, also das heißt, wir haben unserer Gleichung eine schwache Bedeutung gegeben, wenn wir die Ableitung im distributionellen Sinne interpretieren und unser U zumindest L2 ist und die Ableitung, die X-Ableitung auch noch L2 sind, dann können wir, also dann wissen wir, was es bedeutet, U in Stern einzusetzen. So sollte man es vielleicht formulieren. Also in dem Moment haben wir die Gleichung noch nicht gelöst, wir haben auch keine Lösbarkeit gezeigt. Alles, was wir haben, ist eine, dass wir wissen, dass für Us in diesem Raum die Gleichung überhaupt einen Sinn ergibt. Also wenn uns jemand ein U gibt, was in diesem Raum L2,0th1 Omega liegt, dann könnten wir das einsetzen in die Gleichung und können nachprüfen, erfüllt das die Gleichung oder nicht.
Ja, wie ist das? Was hat man dann bei der elliptischen Gleichung gemacht? Also nachdem wir gesehen haben, auf welchem Raum, sogar auf welchem Hilbertraum, die Gleichung, die partielle Differentialgleichung überhaupt einen Sinn ergibt, war der nächste Schritt, uns zu überlegen, was ist mit den Randbedingungen. Auch da hatten wir ja im elliptischen Fall erstmal viel verloren. H1 war eine Teilmenge von L2, da schienen ja erstmal Randwerte gar nicht drauf definiert zu sein. Haben wir gesehen, geht doch. Und die Randwerte, die haben wir hier tatsächlich auch gut unter Kontrolle, denn alles, was wir brauchen, ist, dass wenn wir das U jetzt sogar in H0 1 Omega wählen, dann haben wir damit ja auch automatisch dabei, dass das U 0 Randwerte hat. Das heißt, diese Dirichlet-Randwerte können wir auch einfach wieder in den Raum reinpacken. Das heißt, hier gilt dann einfach noch zusätzlich, dass U auf d Omega gleich 0 ist. Ja, also das heißt, Dirichlet-Randwerte und Interpretation, was die Gleichung überhaupt bedeutet, das kriegen wir unter Kontrolle mit natürlich dieser gewissen Handwaving-Geschichte dabei, dass ich schiebe Ihnen das vielleicht, nee, ich lasse das gerade hier stehen, also was ich hier, ich hatte gerade nicht gesehen, dass ich das zugedeckt hatte, also die Testfunktionen sind natürlich auf dem Raum, die Omega Kreuz 0 T. Ja, also Gleichung haben wir unter Kontrolle, wir haben einen Raum, in dem die Gleichung Sinn ergibt, wir haben einen Raum, in dem die Dirichlet-Randbedingung Sinn ergibt, mehr noch, wir haben sie einfach auch sofort im Raum schon drin, also in dem Raum, in dem wir suchen, sind schon gar keine Kandidaten mehr drin, die die Dirichlet-Randbedingung nicht erfüllen würden. Was ist mit der Anfangsbedingung bezüglich der Zeit? Und da sieht es jetzt wieder auf den ersten Blick schlecht aus. Wenn wir sagen, wir haben eine L2-Funktion bezüglich der Zeit, dann hat die keine wohl definierten Anfangswerte. Also wenn wir das machen wollten, dann müssten wir uns überlegen, dass wir vielleicht doch nicht nur L2 bezüglich der Zeit nehmen, sondern vielleicht auch noch irgendwie H1 bezügllich der Zeit, damit wir wohl definierte Anfangsbedingungen haben. Das wäre ein Weg, den man gehen könnte. Ein anderer Weg wäre, uns wieder zu überlegen, dass ja, wir vielleicht so vorgehen können wie bei den Neumann-Randbedingungen. Auch die Neumann-Randbedingungen bei der elliptischen Differentialgleichung ergaben keinen Sinn für H1-Funktionen. H1-Funktionen haben keine wohl definierten Neumann Randwerte, aber H1-Funktionen, die zusätzlich die partielle Differentialgleichung lösen, die hatten wohl definierte Neumann-Randbedingungen. Deswegen diese gewisse Asymmetrie zwischen Dirichlet- und Neumann-Randbedingungen, Dirichlet-Randbedingungen und die Differentialgleichungen sind, wenn Sie so wollen, austauschbar. Sie können erst prüfen, erfüllt mein Lösungskandidat die Dirichlet-Randbedingungen und danach prüfen, löst es auch die partielle Differentialgleichung oder umgekehrt. Bei den Neumann-Randbedingungen ist das nicht austauschbar. Sie können nicht nachprüfen, ob eine H1-Funktion die richtigen Neumann-Randwerte hat, weil das überhaupt nur wohl definiert ist für die H1-Funktion, die Ihnen, von die Sie schon nachgeprüft haben, dass es die Differentialgleichung erfüllt, weil dadurch, dass diese Funktion die Differentialgleichung erfüllt, eine zusätzliche Glattheit mit reingekommen ist. Und sowas haben wir hier ja auch. In unserer Differentialgleichung steckt ja die partielle Ableitung nach der Zeit drin. Das heißt, wenn wir eine U haben, was diese partielle Differentialgleichung erfüllt, dann ist dieses UT, was wir hier haben, ich blätter Ihnen da mal zurück, dann ist dieses UT, was wir hier haben, das ist ja in einem gewissen Sinne etwas, was nicht nach der Zeit abgeleitet wurde, so kann man das vielleicht sagen. Also das UT wäre ja dann Divergenz von A Gradient U auf die andere Seite gebracht plus F von XT. Das heißt, das UT wäre etwas, was ja so glatt ist wie F von XT, also L2, das sieht super aus, und so glatt ist wie dieses Divergenz A Gradient U. Und das wäre ja vielleicht eine gewisse Glattheit, die wir da haben bezüglich der Zeit. Und vielleicht reicht die ja, um zu zeigen, dass alle Lösungen von Stern, dass wir Lösungen von Stern, Anfangsbedingungen U von x0 wohl definiert sind. Und tatsächlich ist das die Art, wie man gut weiterkommt mit der Theorie. Das heißt, was wir jetzt ausnutzen werden, ist, dass jede Lösung von Stern erfüllt, dass UT sowas ist wie F von XT, eine L2-Funktion, und dann sowas wie Divergenz A Gradient U. Dafür müssen wir messen, was dieses Divergenz A Gradient U ist. Divergenz A Gradient U ist ja erstmal nur noch eine Distribution. U war H1 bezüglich des Ortes, Gradient U ist dann L2 bezüglich Ort und Zeit, mal A von X, ist eine L-Unendlich-Funktion, das ist L2 in Ort und Zeit. Das heißt, wir haben hier eine örtliche Ableitung einer L2-Funktion. Ist erstmal nur eine allgemeine Distribution, ist aber jetzt auch keine ganz allgemeine Distribution, denn Sie könnten die zum Beispiel in eine, ja, wenn Sie die anwenden auf irgendeine Testfunktion, müssen Sie nur eine Ableitung rüberziehen und schon haben Sie eine reguläre Distribution dastehen. Oder anders ausgedrückt, wenn Sie die anwenden auf eine H1-Funktion, dann könnten Sie die Divergenz rüberziehen und entsprechend wäre der Ausdruck schon wohl definiert. Also was wir hier haben, ist,
etwas, was Sie auf H1-Funktionen in einem gewissen Sinne loslassen können. Wenn Sie an die Variationsformulierung denken, da hatten wir ja immer diese Variationsformulierung genommen und konnten die dann fortsetzen vom Raum der Testfunktion auf den ganzen Raum H01 zum Beispiel. Also was hier steht, dieses Divergenzding, das ist etwas, was man in einem gewissen Sinne auf H01-Funktionen loslassen kann. Und das nutzen wir aus, indem wir der Sache erstmal einen Namen geben, also Definition, diesen Raum von Dingen, die man auf H01-Funktionen loslassen kann, wenn ich das so plakativ sagen kann, den nennt man auch H-1 Omega. Das heißt, H-1 Omega, das soll sein der Dualraum von H01 Omega. Das heißt also der Raum der stetigen linearen Funktionale von H01 Omega nach R. Ja, diese stellen sich wieder Divergenz von A mal Gradient U vor. Wenn Sie das auf eine Testfunktion loslassen, dann ist das ja gerade Integral A mal Gradient U mal Gradient Testfunktion. Dann ist das, was da rauskommt, ist bezüglich dem Phi sicherlich ein stetiges Funktional. Das ordnet jedem Phi eine Zahl zu, für jede Testfunktion Phi. Und das ist auch ein Funktional, das stetig ist bezüglich der H1-Norm, sodass Sie das also Dichtheit fortsetzen können von den Testfunktionen auf dem Raum H01 Omega. Also diese Divergenz A Gradient U, das ist sowas. In der Art. Das ist sowas wie so ein H01 Omega-Strich. Und das Ganze ist, ja, daher kommt diese Notation, wenn Sie so wollen, entstanden dadurch, eine H1-Funktion gibt abgeleitet eine L2-Funktion. Dann nochmal abgeleitet gibt es eben so etwas, was Sie auf H1-Funktionen vernünftig anwenden können. Und daher eben als eine L2-Funktion noch einmal abgeleitet. Daher kommt diese Notation, dass man das auch H-1 Omega nennt. Ja, dann kann man sich überlegen, dass dieses H-1 Omega, dass man das auch wieder zu einem Hilbertraum machen kann. Also H-1 Omega ist ein Hilbertraum. Und das macht man tatsächlich einfach dadurch, dass man diesen Ries-Isomorphismus ausnutzt. Das hatten wir als kleine Folgerung aus Latz-Milgram, dass daraus folgt, dass jeder Hilbertraum isomorph zu seinem Dualraum ist. Insbesondere können Sie zwischen dem Hilbertraum und seinem Dualraum hin und her springen und so können Sie sich auf H-1 ein Skalarprodukt definieren, indem Sie die beiden Dinger, die Sie miteinander multiplizieren wollen, die bringen Sie mit dem Ries-Isomorphismus zurück in den eigentlichen Hilbertraum H01 Omega. Da nehmen Sie das Skalarprodukt und definieren Sie sich so das Skalarprodukt auf H-1 und dann rechnen wir ganz leicht nach, dass das entsprechend auch ein Skalarprodukt auf H-1 wird. Ja, und dann könnten wir probieren, den Raum einzuführen, der so aussieht. Ich schreibe Ihnen den erstmal, vielleicht schreibe ich Ihnen den erstmal ein bisschen falsch hin und dann korrigieren wir das. Also angenommen, ich wollte jetzt einen Raum von Funktionen haben, die sollen so sein wie L2-0T-Funktionen, allerdings sollen die nicht nur L2-0T-Funktionen nach H01 Omega sein, sondern sie sollen so sein, dass ihre zeitliche Ableitung, dass sie auch noch bezüglich der Zeit eine Ableitung besitzen. Also W0T H01 Omega. Das möchte ich gerne definieren. Und das soll sein der Raum aller Funktionen klein u in L2-0T H01 Omega, die zusätzlich noch eine Zeitableitung besitzen. Und was meine ich mit noch eine Zeitableitung besitzen? Also neben dieser Theorie der Bochner-Integrale, das war also die Integration von Vektorwertigen, von Banachraumwertigen oder hier Hilbertraumwertigen Funktionen, die müsste man rigoros machen, um dem hier allen wirklich ganz, um das hier ganz theoretisch abzusichern. Jetzt brauchen wir noch zusätzlich eine Ableitungstheorie für solche Banachraumwertigen Funktionen oder Hilbertraumwertigen Funktionen. Und das kann man ganz analog dem machen, wie wir das bei den Distributionen gemacht haben. Das heißt, wir machen jetzt einen distributionellen Ableitungsbegriff für dieses U, aber den distributionellen Ableitungsbegriff nicht für Funktionen, die nach R gehen, sondern wie wir das bisher hatten, sondern wir machen jetzt den distributionellen Ableitungsbegriff für hilbertraumwertige Funktionen. Ich sage mal banachraumwertige Funktionen, weil typischerweise kann man es einfach auf banachräumen, gibt es keinen großen Unterschied zu hilberträumen, deswegen macht man die Theorie typischerweise gleich auf banachräumen, dann hat man den allgemeineren Fall. Also das heißt, was wir an der Stelle brauchen, ist ein Begriff der Ableitung im Sinne von banachraumwertigen, wenn man sagt auch einfach vektorwertigen Distributionen. Und wie sieht der aus? Das ist wenig überraschend. Das ist dann, also wenn ich den Raum definieren will, wo eine Art der ja, vektorwertige distributionelle Ableitung von dem U auch noch
eine solche Funktion U zum Beispiel im Raum L2,0T, H0,1 Omega ist, dann würde ich sagen, es ist gerade der Raum aller Us, für die ein V existiert, nämlich die Ableitung, für die ein V existiert. Nehmen wir erstmal denselben Raum, 0T, H0,1 Omega, der das folgende, und dieses V soll das folgende erfüllen. Nun, dieses V soll so sein, dass das V von T, ja, schreiben wir das hin, was wir bei den normalen Distributionen gesagt hätten, wenn das V von T einfach nur eine Skalare, oder wenn dieses U einfach nur eine skalare Funktion wäre, dann wäre die distributionelle Ableitung, wäre das, wenn die in L2 ist, würde das bedeuten, es gibt eine L2-Funktion, die als Distribution auf eine Testfunktion phi von t so wirkt, als L2-Funktion ein Integral 0 bis t v von t phi von t, dass das gerade dem entspricht, was bei den klassischen Funktionen die partielle Integrationsformel war, also Integral 0 bis t u von t phi Punkt von t dt. Also wenn da hinten nicht H01 Omega stehen würde, sondern einfach R, dann wäre das ja gerade die distributionelle Ableitung oder die Aussage, dass eine L2-Funktion eine distributionelle Ableitung in L2 hat, dass diese Geschichte hier gilt für alle Phi in dem Raum der Testfunktion auf dem Intervall 0t. Ja, wenn wir jetzt nicht W0t nach R haben, also wenn wir jetzt nicht den Raum aller U's von L2-Funktionen nach R haben, die eine Ableitung nach R hat, dann könnten wir genau denselben Ansatz machen und könnten genau dieselbe Geschichte hinschreiben. Würde auch einen Sinn ergeben, das V wäre jetzt eben eine H01-Omega-Funktion, das Phi von t ist immer noch eine skalare Testfunktion. Die skalare Testfunktion können wir mit unserer H01-Omega-Funktion multiplizieren. Das können wir aber auch aufintegrieren, müsste man sich überlegen, L2-Funktion bezüglich der Zeit auch banachraumwertig mal einer skalaren C- und Endlich-Funktion multipliziert, dass das tatsächlich auch wieder integriert wird, kann man aber zeigen, und der rechte Ausdruck würde entsprechend auch Sinn ergeben. Also auf die Art und Weise könnte man das auch, könnte man definieren, auch für Hilbertraumwertige Funktionen eine distributionelle Ableitung bezüglich der Zeit definieren. Jetzt kommt hier aber noch ein zusätzliches Problem dazu. Hier kommt noch zusätzlich dazu, dass diese Ableitung, denken Sie wieder an diese Differentialgleichung Stern, die wir ganz am Anfang hatten, dieses UT, was da ganz links steht, das wäre gleich diesem kleinen f, aber eben noch plus dieses Divergenz-Kappa-Gradient U, von dem wir gerade hinwägen und uns überlegt haben, dass das wahrscheinlich nur noch in H-1 Omega ist. Also Divergenz-Kappa-Gradient U, Divergenz A haben wir hier immer genannt, glaube ich, in der Vorlesung, Divergenz A-Gradient U ist keine H-1 Omega-Funktion, sondern ist nur etwas, was man auf H01-Omega-Funktion loslassen kann. Das ist also eine H-1-Omega-Funktion. Das heißt, was wir brauchen, um dieses Argument rigoros zu machen, wäre nicht ein Raum von Hilbertraumwertigen Funktionen bezüglich der Zeit, die wir dann schwach ableiten in einem distributionellen Begriff, sondern wir brauchen einen Raum von Hilbertraumwertigen Funktionen, die deren zeitliche Ableitung im distributionellen Sinne in einem anderen Hilbertraum liegt. Das heißt, wir brauchen einen Raum, an dem schreibt man dann, es tut mir leid, die werden immer länger, die Raumbezeichnungen, damit alles drin ist. Das heißt, was wir brauchen, ist den Raum der Funktion auf dem Zeitintervall 0t mit Werten in H01 Omega, die eine zeitliche Ableitung besitzen im distributionellen Sinne, die liegt in dem Raum H-1 Omega. Also wir brauchen so einen Raum W0t H01 Omega H-1 Omega. Das heißt, das soll sein der Raum aller U's in L2,0t H01 Omega, für die ein V existiert, nämlich gerade ihre distributionelle Ableitung, und die lebt jetzt eben nicht in H01 Omega, sondern dieses V soll leben in einem anderen Raum, H-1 Omega. Und dann könnten wir trotzdem fordern, dass diese beiden Integrale hier das gleiche sind. Und dabei müssen wir noch eine Feinheit beachten. Dieses U, was wir hier auf der rechten Seite haben, das ist ja jetzt etwas, was in H01 Omega lebt. Dieses V, was wir hier haben, ist etwas, was in dem anderen Hilbertraum H-1 Omega lebt. Das heißt, um sagen zu können, dass diese beiden Funktionen das gleiche sind, müssen wir sagen, wann ist eine H-01 Omega Funktion dasselbe wie eine andere H-1 Funktion.
Und damit wir das heißt, wenn Sie so einen Raum definieren von hilbertraumwertigen Funktionen, wo die Ableitung in einem anderen Hilbertraum sein soll, brauchen Sie immer zusätzlich eine Möglichkeit, wie Sie von dem einen Hilbertraum dann in den anderen Hilbertraum reinkommen. Also dieser eine Hilbertraum muss eine Teilmenge oder müssen Sie identifizieren können mit einer Teilmenge des anderen Hilbertraums. Und das machen wir an der Stelle dadurch, dass wir sagen, wir haben hier diesen Raum, dieses Ding in H01 Omega. Jede H01 Omega-Funktion ist auch eine L2-Funktion auf Omega. Und jede L2-Funktion auf Omega können Sie in ein Integral schreiben mit einer H1-Funktion. Die definiert Ihnen also ein Funktional auf den H1-Funktionen. Sie rechnen sofort nach, dass es auch linear und stetig ist. Das heißt, jede L2-Funktion definiert Ihnen eine H-1 Omega. Funktion. Also das bedeutet, was wir hier machen, wäre gerade äquivalent dazu, dass wir sagen, dieses V von t, Phi von t, das ist erstmal was, was in H-1 Omega lebt. Das heißt, wir hätten hier dieses Integral von 0 bis t, V von t, Phi von t ist eine H-1 Omega-Funktion, also ein Funktional auf H-1, dieses Integral hier könnten Sie anwenden auf eine H1-Funktion. Schreiben Sie die Anwendung wie bei den Distributionen einfach mit so eckigen Klammern, um die von den runden Klammern Skalarprodukt, was manchmal auftaucht, zu unterscheiden. Auch ein Index hier soll ein groß T sein. Und das, was hier auf der rechten Seite steht, das wäre entsprechend das Integral U von T, Phi Punkt von T, ist U von T, Phi Punkt von t dt von 0 bis t integriert. Und dieses Ding lassen Sie jetzt ebenfalls auf einer H1-Funktion, auf dieser H1-Funktion w drauf los. Also ich möchte das gerne sagen, was ist das für alle w in H0, 1, Omega und für alle Phi-Testfunktionen. Das können Sie gerade so nicht mehr lesen. Ich quetsche Ihnen das noch unten mit rein, für alle Phi in D 0t und W in 01 Omega. Ja, also dieses Integral U von T, Phi Punkt von T dt, das ist jetzt erstmal nur eine H1 01 Funktion. Jetzt müssten Sie sagen, in welchem Sinne wirkt das denn auf eine H1 Omega Funktion, H01 Omega Funktion W? Und das machen Sie über diesen Weg, über L2. Das heißt, das lassen Sie auf eine H1 Funktion W wirken, indem Sie das zusammen mit W in ein Integral über den x-Bereich, also über Omega, laufen lassen. Und wenn so ein V existiert, sodass diese untere Gleichung, die da steht, erfüllt ist, dann sagen Sie, dieses V ist im Sinne der vektorwertigen oder Banachraumwertigen oder hier hilbertraumwertigen Distribution, ist das die Ableitung von Ihrem U in L2 0t H01 Omega. Ja, und dann kann man diese Räume entsprechend näher untersuchen. Also man kann jetzt untersuchen, was haben diese Räume für Eigenschaften. Das ist natürlich erstmal ganz seriös einführen. Alles, was ich hier mache, ist dieses Handwaving. Man kann dieses definieren, man kann jenes definieren. Da steckt natürlich einiges an Arbeit dahinter, wenn Sie das alles rigoros nachrechnen, dass das alles entsprechend Sinn ergibt und alles wohl definiert ist. Aber wenn Sie das machen, dann kann man sich überlegen, dass dieser Raum W0t, H01 Omega, H-1 Omega, also der Raum der H01 Omega-wertigen Funktionen bezüglich der Zeit, die bezüglich der Zeit Quadrat integrierbar sind und die eine bezüglich der Zeit Quadrat integrierbare Zeitableitung in H-1 Omega haben, dieser Raum wird tatsächlich wiederum selbst zu einem Hilbertraum. Das heißt, auch da können wir wieder mit Hilbertraummethoden letztlich am Ende, war jetzt eine Lösungstheorie, betreiben. Also Lemma, allerdings ohne Beweis. Dieser Raum W, hier oben an, dieser Raum W 0t H01 Omega H-1 Omega, der ist wieder selbst ein Hilbertraum. Und sein Skalarprodukt wäre ein Skalarprodukt von zwei Funktionen UV. Ich schreibe Ihnen das einmal ausführlich. W 0t H01 Omega H-1 Omega. Das Skalarprodukt auf diesem Raum, das wäre einfach das Skalarprodukt. Das funktioniert dann so ähnlich, wie wir das bei den Sobolev-Räumen gemacht haben, als wir H1 eingeführt haben. Das ist nämlich einfach das L2-Skalarprodukt von U und V. Also das L2
0t h01 Omega Skalarprodukt und dieses Ding plus dem L2 0t h-1 Omega Skalarprodukt der Ableitung U-Punkt und V-Punkt. Also genauso wie beim Sobelew-Raum H1 das Skalarprodukt gerade das L2 Skalarprodukt der Funktion plus L2 Skalarprodukt der Bazellenableitung war. T H-1 Omega. Also dieser Raum ist wiederum ein Hilbert-Raum und ich werde es Ihnen gleich noch formulieren. Also es wird tatsächlich so sein, dass jede Lösung der partiellen Differentialgleichung Stern auf der allerersten Folie in diesem Video, die wir tatsächlich werden wir sehen, die liegt tatsächlich in diesem Hilbert-Raum drin. Ja, und tatsächlich ist das so, in diesem Hilbert-Raum das hat mehr Regularität bezüglich der Zeit als einfach nur der Raum L2 0t H01 Omega, weil wir zusätzlich noch etwas über die zeitliche Ableitung wissen. Und tatsächlich kann man zeigen, dass dieser Raum, alles was hier drin liegt, ist stetig bezüglich der Zeit. Also alles, was hier drin liegt in W0t H01 Omega H-1 Omega, das ist tatsächlich enthalten im Raum der stetigen Funktion C 0t. Ja, dann ist die Frage, in welchem Raum? Also wir haben diese Funktionen, die bezüglich der Zeit H01 Omega wertig sind. Die Ableitung bezüglich der Zeit ist H-1 Omega wertig. Und man kann zeigen, dass die aber tatsächlich bezüglich der Zeit dann alle stetige Funktionen sind. Nur sind die nicht stetige Funktionen als H01 Omega wertige Funktion, sondern die sind tatsächlich stetig als Funktionen, die abbilden in einem Raum, der zwischen H01 Omega und H-1 Omega liegt. Also wenn wir hier einfach einen Raum hätten, W0t H01 Omega, H01 Omega, dann könnte man zeigen, dass diese Funktionen alle stetige Funktionen von 0t nach H01 Omega sind. Dadurch, dass die Ableitung aber in einem anderen Raum liegt als die ursprüngliche Funktion selber, haben wir diese Stetigkeitsaussage jetzt nur noch mit einem Raum, der zwischen diesen beiden Räumen liegt. Man kann da tatsächlich Interpolation von Hilbert-Räumen anstellen und da wirklich so eine Art, ja, den Raum hinschreiben, der zur Hälfte zwischen diesen beiden Räumen liegt. Und das wird Sie wahrscheinlich nicht überraschen. Ich habe Ihnen ja auf der vorherigen Folie, hatte ich in diesem Weg hier aufgeschrieben gehabt, wie wir von H01 Omega nach H-1 Omega kommen, ganz handwaving auf halbem Wege. Von H01 Omega nach H-1 Omega liegt gerade der Raum L2 Omega. Und das ist tatsächlich das, was hier auftaucht. Dieser Raum L2 Omega ist gerade der interpolierende Raum zwischen H01 Omega und H-1 Omega. Vermöge dieser Einbettung H01 Omega nach L2 nach H-1 Omega. Und deswegen kommt an der Stelle auch tatsächlich raus, dass diese Funktion in diesem ja, Raum der vektorwertigen, differenzierbaren Funktionen, dass das alle stetige Funktionen sind, bezüglich der Zeit mit Werten in L2 Omega. Ja, und wenn ich sage, ein Raum von L2-Funktionen ist tatsächlich eine L2-Funktion bezüglich der Zeit, ist tatsächlich eine stetige Funktion bezüglich der Zeit, dann ist das mit der üblichen Konvention gemeint, wie wir das auch schon im, ja, selbst im Eindimensionalen sagen, also eine L2-Funktion auf irgendeinem Intervall nach R, sagen wir, ist eine stetige Funktion, obwohl sie ja eigentlich eine ganze Klasse von Funktionen ist, die sich nur fast überall nicht unterscheiden. Das heißt, jede L2-Funktion steht eigentlich für eine ganze Schublade von Funktionen, die sich alle nur auf Nullmengen unterscheiden. Und wir sagen, diese Schublade ist eine stetige Funktion, wenn sie eine stetige Funktion enthält. Also das heißt, diese Aussage hier bedeutet, in der Äquivalenzklasse von diesen L2-Funktionen ist eine dabei, die stetig ist bezüglich der Zeit mit Werten in L2 Omega. Und damit stimmen dann alle anderen aus dieser Klasse fast überall überein. Ja, dadurch, dass das eine stetige Funktion ist, können wir sie auswerten bezüglich der Zeit. Das heißt, wir können für jedes t, insbesondere für den Anfangswert, für alle t in 0t, ist die Auswertung, also U, von abgebildet auf U von t. Das ist eine stetige lineare Abbildung die eine solche W0t H01 Omega H-1 Omega Funktion bekommt. Also die kriegt das komplette U zu allen Zeitpunkten, macht daraus das U zu einem bestimmten Zeitpunkt und dieses U zu einem bestimmten Zeitpunkt ist eine L2 Omega Funktion dann noch.
Also das bedeutet, wenn wir gezeigt haben, werden es nicht zeigen, aber ich werde es Ihnen ohne Beweis zitieren, wenn wir wissen, dass jede Lösung unserer partiellen Differentialgleichung Stern tatsächlich in diesem Raum W0, T0, 1 Omega, minus 1 Omega liegt, dann haben wir damit auch automatisch sichergestellt, dass alles, was diese partielle Differentialgleichung löst, auch wohl definierte Zeitauswertungen hat. Insbesondere können wir Anfangswerte vorschreiben in L2 Omega und es ist eine wohl definierte Frage, ob eine Lösung von Stern diesen Anfangswert besitzt oder nicht. Und es gilt noch mehr, es gilt nämlich auch eine partielle Integrationsformel auf diesem Raum. Sie können nämlich, ähnlich wie Sie das, also ganz analog zu dem, wie Sie das sonst im Reellwertigen kennen, können Sie zeigen, dass für alle U und V in diesem Raum W0 T H0 1 Omega H minus 1 Omega, dass Sie da die Ableitung rüberschieben können. Das heißt, Sie haben das Integral von 0 bis t von U Punkt von t, V von t, dt. Und beachten Sie, dass Sie mal schauen, dass Sie den Überblick behalten, aus welchen Räumen die Größen gerade kommen. Auch wenn ich Ihnen die Räume nicht ganz rigoros definiert habe, kann ich Sie damit hoffentlich bei der Stange halten, damit ich Ihnen die Anschauung dazu vermitteln kann. Das U Punkt von t ist etwas in H minus 1 Omega. Das kann ich also anwenden auf etwas in H1 Omega. Das heißt, so ein U Punkt, wenn das U aus diesem Raum W0 t und so weiter liegt, das kann ich anwenden auf ein V, was da drin liegt. Und dieses V ist ja dann insbesondere aus dem Raum L2 0 t. H01 Omega, das heißt für T fast überall ist das eine H01 Omega-Funktion. Das kann ich also aufeinander anwenden und dann insgesamt noch bezüglich der Zeit integrieren. Natürlich auch umgekehrt mit vertauschten Rollen. Das T V Punkt von T U von T dt. Und was dann rauskommt, ist gerade das, was auch rauskommen würde, ja, bei der klassischen partiellen Integrationsformel, nämlich die entsprechenden Stammfunktionen an der oberen Grenze und an der unteren Grenze, also U von t mal V von t minus U von 0 mal V von 0. Und jetzt ist das, was da steht, werden ja L2 Omega-Funktionen. Also U von t ist eine L2 Omega-Funktion, V von t ist eine L2 Omega-Funktion. Entsprechend ist das, was hier insgesamt rauskommt, wäre gerade das Integral noch über Omega, über diese Funktion hier als Funktion von x. Ja, und den Beweis von all diesen Aussagen und die saubere Definition von diesen W0T, H01 Omega, minus 1 Omega Räumen und so weiter, die finden Sie zum Beispiel im Buch von Dautrey und Lyot. Das wäre einer der Klassiker, die diese Theorie auch gleich mit der angewandten Ausrichtung zusammenfasst. Ich gebe Ihnen das genaue Zitat und die genaue Referenz gebe ich Ihnen im Skript von mir zu der Vorlesung. Ja, und wenn man das geschafft hat, sich diese Theorie da zu erarbeiten, und wie gesagt, was ich Ihnen hier zusammenfasse, ist nochmal vielleicht so eine, ja, vielleicht keine komplette kleine Spezialvorlesung, aber vielleicht so eine halbe Spezialvorlesung, wenn wir alle Beweise hierzu ganz, ganz ordentlich rigoros durchgehen wollen. Wenn wir das alles geschafft haben, also wir haben es geschafft, diesen Raum ganz sauber einzuführen, wir haben es geschafft, das Bochner-Integral einzuführen, wir haben diese vektorwertigen Distributionen eingeführt, Ableitungen sind vektorwertigen Distributionen eingeführt, haben diese W-Räume eingeführt, haben partielle Integrationsformel bewiesen, entsprechend bewiesen die Stetigkeit der Zeitauswertung auf diesen Räumen, dann kann man mit diesen Mitteln auch zeigen, dass die Lösung von Stern, wenn Sie eine L2-0T H01 Omega-Funktion haben, die Stern löst. Das ist sowohl die Frage, ob die Stern löst, und wenn die Stern löst, dann ist es auch in diesem W-Raum drin. Also das nächste wäre Bemerkung Teil A. Löst U in L2 0 t H01 Omega die partielle Differentialgleichung Stern, also unsere Wärmeleitungsgleichung U t minus Divergenz A Gradient U ist gleich F, dann gilt dass U tatsächlich sogar in diesem Raum W0 t H01 Omega, H minus 1 Omega liegt. Und die Ableitung von U, schreiben wir die auch hier einfach als U Punkt, die Ableitung von U, die wäre gerade das, was sich formal ergibt, wenn Sie das alles auf die andere Seite bringen, nämlich Divergenz A Gradient U plus F. Das heißt, tatsächlich können Sie diese rechte Seite, die hier steht, das ist etwas, was Sie auffassen können als H-1 Omega-Funktion, bezüglich der Zeit noch dazu dann als L2 0 t H-1
Omega-Funktion. Und das heißt also, insbesondere haben wir hier so etwas Ähnliches wie bei den Neumann-Randwerten. Wir haben, dass der Anfangswert zwar nicht wohl definiert ist für den Raum, wo wir die Lösung suchen, also nicht in diesem Raum L2, 0, T1, 0, 1, Omega, aber der Anfangswert ist entweder dadurch wohl definiert, dass wir sagen, okay, wir suchen unsere Lösung im Raum B, 0, T, haben wir als Omega, haben minus 1, Omega, oder aber wir sagen, wir suchen Funktionen in diesem Raum L2, 0, T1, 0, 1, Omega, die Sterne erfüllen und die dann noch zusätzlich den richtigen Anfangswert haben. Auch auf die Art, also diese beiden Möglichkeiten hätten wir jetzt für eine variationelle Lösungstheorie. Ja, und dann machen wir das noch komplett mit der variationellen Lösungstheorie. Das mache ich vielleicht gleich, das wird lang, nochmal eine Folie dazu. Angenommen, wir haben jetzt einen Anfangswert vorgegeben. Also angenommen, wir haben U0 vorgegeben, eine Anfangsfunktion in L2 Omega, passend dazu, dass die Lösung, dass man die auswerten kann in der Zeit und dass dann L2 Omega-Funktionen rauskommen, dann sind die folgenden Probleme äquivalent. Also dann kann man sich wieder überlegen, wie unsere Differentialgleichung in diesem distributionellen Sinne interpretiert, welche alternativen Formulierungen wir in diesen eingeführten Hilbert-Räumen dazu haben. Und da gibt es mehrere kanonisch aussehende Möglichkeiten. Also Äquivalenz sind erstmal 1i, dass eine Funktion u in L2, 0, t, h0, 1, Omega, dass die erfüllt unsere partielle Differentialgleichung Stern. Da hat man uns überlegt, das ist eine wohl definierte Frage, ob die das erfüllt. Und nachdem das nachgeprüft ist, und also für die erfüllt Stern, und jetzt wo wir wissen, dass die Stern erfüllt, außerdem noch gilt u x0 gleich u0 von x. Also 1i ist das Problem, was uns interessiert. Die richtigen Randbedingungen sind ja schon im Raum mit drin. Richtige Anfangsbedingungen hat das u dann auch. Und wir wissen jetzt, 1i ist etwas wohldefiniertes, wobei Sie aufpassen müssen, dass dieses und, was hier steht, kein symmetrisches und ist. Sie müssen zuerst Stern nachprüfen. Wenn Sie Stern nicht nachgeprüft haben, können Sie die zweite Bedingung, die dahinter und steht, nicht nachprüfen. Haben wir in der Mathematik leider keine Notation für, wenn wir mehrere Bedingungen stellen, ob die vertauschen. Ob man die vertauscht nachprüfen kann oder ob man die nacheinander nachprüfen muss. An dem Stelle ist das wirklich ein nacheinander nachprüfen, was wir brauchen. Ja, das kann man umformulieren und kann auch gleich sagen, okay, ich suche mir meine Lösung gleich in diesem spezielleren Raum, wo ich schon die Sache über die Zeitableitung weiß. Also ich suche äquivalent dazu ist, dass das U in diesem Raum W0T H01 Omega H minus 1 Omega liegt und das ist erfüllt u von x0 gleich u0 von x. Das ist ja jetzt eine wohl definierte Geschichte in diesem Raum. Also in diesem Raum können wir die Anfangsbedingungen sofort nachprüfen. Und außerdem, dass es etwas erfüllt, was letztlich aus dieser Formulierung der Differentialgleichung im distributionellen Sinne interpretiert folgt, nämlich dass das Integral von 0 bis groß t die Ableitung von u, die von der wir jetzt wissen, die existiert, weil es u im richtigen Raum ist, angewendet auf ein v und das Ganze dann aufintegriert, dass das plus Integral 0 bis t Integral über Omega a Gradient u mal Gradient v dx dt, dass das gleich ist, das Integral 0 bis t Integral Omega f mal v dx dt. Und zwar für alle v im Raum L2 0 t H0 1 Omega. Also hier haben wir so etwas Ähnliches, wie wir das bei der elliptischen Gleichung hatten. Wir haben jetzt eine Bilinearform gleich Linearformformulierung. Was hier links steht, ist ja wieder eine Bilinearform in U und in V. Was rechts steht, ist eine Linearform in V. Also wir haben eine Bilinearform gleich Linearform gleiche Gleichung. Nur sind die beiden sind die Hilbert-Räume jetzt, aus dem U und V kommen, sind jetzt verschieden. Das U ist aus einem etwas schärferen Raum als das V ist, weil wir für das U noch mehr Glattheit haben, dass für U eben diese Zeitableitung auch schon existiert. Ja, bei Lax-Milgram hatten wir ausgenutzt, dass wir da eine gewisse Symmetrie hatten, insbesondere, dass diese Bilinearform, dass beide Komponenten aus dem gleichen Raum waren. Und wir jetzt probieren, das Ganze loszuwerden. Dann hätten wir, bevor ich das mache, würde ich Ihnen das gerne noch, das können wir auch nochmal umformulieren, 3i. Ich habe gerade schon eingesetzt für 4i, aber ich möchte zuerst bei 3i, das, was wir hier stehen haben, ist etwas, wo die Bilinearform nach
ja, reingeht. Also hier haben wir eine bilineare Form, die kriegt eine komplette Funktion in Ort und Zeit und macht daraus, oder zwei komplette Funktionen in Ort und Zeit und macht daraus eine Zahl. Wir könnten das auch so angehen, dass wir da die Zeit wieder separat behandeln. Also 3i, das was in 2i steht, kann man zeigen, ist auch äquivalent dazu, dass u aus diesem W-Raum ist, also dieser zeitlichen Ableitung in dementsprechend anderen Hilbertraum besitzt, weiterhin die Anfangsbedingung erfüllt, u von x0 gleich u0 von x, und diese Bilinearform gleich Linearformgeschichte, die hier steht, da könnte man die Zeit auch rausnehmen, kann sich überlegen, wenn diese Integrale da über die Zeit immer die gleichen sind und wir mit dem v ja ganz viele Möglichkeiten haben, dass das v über die Zeit machen kann, dann kann man das tatsächlich auch so weit lokalisieren, dass das auch für jeden Zeitpunkt fast überall gelten muss. Das heißt, dass das u-Punkt von t, aber das jetzt nur Zeitpunkt t, ist das U-Punkt eine etwas, was in h-1 Omega lebt. Also U-Punkt von t ist ja eine L2 0t h-1 Omega-Funktion. Wenn wir das loslassen auf ein v, was jetzt nur noch im Raum h1 Omega lebt, also gar nicht mehr von der Zeit abhängt, und uns das hier angucken für t in 0t fast überall, also bis auf Nullmengen, dann ist das, was da rauskommt, wenn wir das U an als h-1 Omega-Funktion loslassen auf unsere Testfunktion als h-0,1 Omega, da müssen wir 0 hin, dann ist das gerade dasselbe, was da bei den Integralen steht, ohne die Zeit, also Integral über Omega mal Gradient U von t Gradient V, was jetzt nur noch von x abhängt, dx ist gleich das Integral, das f von xt nur zu diesem Zeitpunkt t mal v und dann über x aufintegriert. Das heißt, wir können daraus auch so eine Bilinearform gleich Linearformgleichung machen, die für alle Zeiten t gelten muss. Also entweder eine große Formulierung, Bilinearform gleich Linearform, die komplett die Funktion in Ort und Zeit kriegen, oder Sie können daraus eine zeitabhängige Bilinearform gleich Linearformgleichung machen. Das heißt, in der Bilinearform steckt man die Zeit mit drin, in der Linearform steckt man die Zeit mit drin, und für alle Zeiten und fast überall im L2 sein müssen wir wechseln, müssen diese Bilinearform gleich der Linearform sein. Ja, und dann könnte man statt zu sagen, das U soll aus diesem Raum W sein und das V aus L2, könnte man die zeitliche Ableitung auch rüberschieben von U auf das V mit der partiellen Integrationsformel, die wir auf der letzten oder vorletzten Folie hatten. Und damit kriegt man raus, dass 2i auch noch zu folgendem äquivalent ist. Es gibt noch eine weitere Formulierung, nämlich dass das U wiederum nur eine L2 0t H01 Omega Funktion ist. Also wir suchen in dem großen Raum die Lösung, in dem erstmal Anfangswerte gar keinen Sinn ergeben. Und wenn Sie bei 2i deinen Gedanken mit der partiellen Integrationsformel sich die Ableitung von dem U-Punkt auf das V-Punkt rüberziehen, dann würde da entsprechend so was rauskommen wie minus Integral 0 bis t V-Punkt angewendet auf u dt plus das Integral 0 bis t a mal Gradient u mal Gradient v dx dt Integral über Omega, dass das gleich ist das Integral 0 bis t und Integral Omega fv dx dt. Und jetzt wäre bei diesem Rüberziehen von der Ableitung würden noch diese Randterme auftauchen. Das heißt, hier würde jetzt noch reinkommen V von Groß T, U von Groß T, V von 0 und U von 0. Und das können wir dadurch ausnutzen, dass wir an der Stelle jetzt noch einen Term erhalten, der dieses U von 0 enthält. U von 0 soll ja gerade U0 von x sein. Das heißt, plus das Integral Omega U0 von x, V von x, 0 dx, dass diese Geschichte hier gilt für alle v in b0t h01 Omega h-1 Omega. Das heißt, jetzt ist aus der Anfangsbedingung sowas ähnliches, in dieser Formulierung ist die Anfangsbedingung sowas ähnliches geworden wie die Neumann-Randbedingung in dem elliptischen Fall, die nämlich gerade in die rechte Seite der Differentialgleichung
mit aufgenommen wurde. Das heißt, entweder Sie nehmen eine Gruppe in einem Raum, wo diese Anfangsbedingung schon Sinn macht, oder Sie gucken in einem Raum, wo die Anfangsbedingung noch keinen Sinn macht, dann wird diese Anfangsbedingung Teil der Variationsformulierung, dass dann nämlich noch so ein zusätzlicher Term hinten reinkommt. Ja, und bei dieser partiellen Integration taucht ja nicht nur U0 von x auf, sondern es taucht auch nicht nur U von x0 und V von x0 auf, sondern es tauchen auch U von x groß t und V von x groß t auf. Und damit das nicht in der Variationsformulierung auch noch mit reinsteht, kann man tatsächlich dadurch umgehen, dass man diese Variationsformulierung, die braucht man nur, also das ist schon äquivalent zu der ursprünglichen Aussage, wenn wir das testen für alle V, die bezüglich der x-Variable, ich mache mal einen Punkt, also die komplette Funktion V von groß t als Funktion in x, dass das die Nullfunktion ist. Denn für diese Testfunktion V ist ja jetzt die zeitliche Ableiter, die Zeitauswertung wohl definiert. Das heißt, wir können den Raum derjenigen W0T H01 Omega-Funktion mit Ableitung H-1 Omega nehmen, deren Zeitauswertung zum letzten Zeitpunkt groß T gleich 0 ist. Und tatsächlich ist es diese vierte Formulierung, mit der man die Lösbarkeit zeigen kann. Und das schaffen wir nicht mehr im Rahmen von der Vorlesung. Ich möchte Ihnen das aber auch nicht, so ein bisschen wollte ich Ihnen das aber doch noch mitgeben. Ich packe es Ihnen deswegen im Anhang zum Skript. Also wenn Sie Interesse daran haben, das ist natürlich nicht prüfungsrelevant für die Prüfung, aber wenn Sie Interesse daran haben, blättern Sie im Skript nach ganz hinten. Sind nicht mehr weit von der Stelle, wo wir gerade sind. Wir sind ja fast fertig. Da finden Sie eine Erweiterung vom Satz von Lax-Milgram. Das ist der sogenannte Satz von Lyon. Lax-Milgram, bei dem wird die Bilinärform nicht zweimal auf demselben Hilbertraum betrachtet, sondern auf zwei verschiedenen Räumen betrachtet. Das eine muss immer noch ein Hilbertraum sein, das andere muss nur noch irgendein normierter Raum sein. Und für diese Bilinärform auf zwei verschiedenen Räumen kann man dann wiederum sich Ideen überlegen, also was Ähnliches wie eine Koalitivitätsbedingung überlegen, die einem zusichert, dass solche Bilinearformen gleich Linearformausdrücke, dass die tatsächlich eindeutig lösbar sind. Und mit dieser Formulierung 4 und gerade einer passenden Wahl der Räume, das finden Sie dann im Anhang zum Skript, kann man tatsächlich zeigen, dass diese Gleichung Stern eindeutig lösbar ist. Also eindeutige Lösbarkeit, letzte Bemerkung für heute, die eindeutige Lösbarkeit von diesen ganzen Formulierungen Stern mit entsprechend einfachen Randbedingungen kann mit Lyon-Lax-Milgram, diese Erweiterung vom Satz von Lax-Milgram und 4i dann tatsächlich gezeigt werden. Das heißt, diese variationelle Formulierung, die ich Ihnen hier ja, im Schnellverfahren mit viel Handwaving und ohne Beweise gezeigt habe, ich hoffe, mir ist trotzdem gelungen, Ihnen immer so ein bisschen die Analogie zu den elliptischen Gleichungen dabei darzustellen. Also diese variationelle Formulierung, die können Sie tatsächlich wieder dazu benutzen, um wirklich eine schöne Lösungstheorie zu erhalten. Diese Gleichung, die wir hier haben, mit diesen Rand- und Anfangsbedingungen, die haben tatsächlich eine eindeutige Lösung in dem Raum, in dem wir sie entsprechend formuliert haben. Ja, und die Analogie zu den elliptischen Gleichungen ist eben erstmal dieses Ableitung im Sinne von Distribution zu interpretieren, dann zu schauen, wie viel muss noch rein, damit wir uns in Hilberträumen bewegen, damit Multiplikationen noch wohl definiert sind. Das führt auf diese Räume L2 bezüglich der Zeit, H1 bezüglich des Ortes. Und dann ist die Frage, was ist mit den physikalisch sinnvollen Rand- und Anfangsbedingungen? Welche machen schon Sinn in dem Raum, in dem wir sind? Welche machen erst dadurch Sinn, dass wir Lösungen der partiellen Differentialgleichung betrachten, haben wir in diesem Fall beides. Die richtige Randbedingung macht von Anfang an schon im Raum Sinn. Unsere Anfangsbedingung macht nur Sinn für Dinge, für L2-Funktionen, für L2 Multi H01 Omega-Funktionen, von denen wir schon nachgeprüft haben, dass sie unsere Gleichung Stern erfüllen. Entsprechend dann mit, wenn sich die Räume genau studiert, kann man diese distributionelle Interpretation der partiellen Ableitung kann man dann in eine Variationsformulierung umformulieren, wo man dann solche Bilinearform gleich Linearform Ausdrücke hat, nur eben jetzt auf verschiedenen Hilberträumen. Und auf diesen verschiedenen Hilberträumen kann man dann aber trotzdem wieder Hilbertraumtheorie betreiben, Erweiterung von Lax-Milgram betreiben und damit tatsächlich diese eindeutige Lösbarkeit rausbekommen. Ja, das ist alles, was ich Ihnen da zur variationellen Theorie zeigen möchte. Und das letzte Video, was wir noch machen werden, wird sich dann um die numerische
Lösung von diesen Verfahren, von diesen parabolischen Differentialgleichungen drehen. Ein numerisches Verfahren kriegen Sie direkt schon auf dem Übungsblatt. Das ist so, dass Sie das direkt losimplementieren können, auch ohne dass Sie das nächste Video gesehen haben. Und die anderen Alternativen, die dann werde ich Ihnen entsprechend im nächsten Video präsentieren. Vielen Dank.